Ja, hallo, liebe Modellbahnfreunde. Der Kruschi und ich sind mal wieder unterwegs. Hallöchen. Und ja, bei der neuen Anlage, eine sehr, sehr komplexe Anlage. Wir haben hier eine Schenkellänge von, also wir haben hier eine Tiefe von 1 Meter und 10, von 3 Meter und 10 und eine Länge von 5 Meter und 90. So, wir waren schon mal hier, wir haben schon eine ganze Menge gemacht. Hier sind wirklich zig Lampen drauf, die alle angeschlossen sind. Das zeigen wir euch aber zu einem späteren Teil des Videos. Was haben wir denn bei der Anlage vor? Also, diese ganze Anlage wird digitalisiert mit Computersteuerung, mit den Lodi-Systemen in Kombination aber mit Märklin. Ja, wir haben sozusagen die Central Station 3. Das ist fürs Fahren und das Rest übernimmt das Lodi-System, ne, mit den S88-Commander und den Schiff-Commander. Die Besonderheit hier ist, weil wir sehr, sehr viele Lampen haben, die alle einzeln angesteuert werden können. Ja, das ist auch der Wunsch des Kunden gewesen, alle einzeln anzusteuern, alle auch gedimmt werden können, haben wir hier die Besonderheit, dass wir nachher hier höchstwahrscheinlich 3 bis 4 Schiff-Commander sitzen haben. Genau. Das ist die Besonderheit, unheimlich viel FLs, das kommen wir auch in späteren Video, später im Video zu. Aber was haben wir vor? Also, Lampen sind schon angeschlossen, hier auf der rechten Platte in diesem großen BW ist auch schon ringsherum der Automatikbetrieb, in der Mitte gibt es keinen Automatikbetrieb, die Weichen sind hier angeschlossen und die Lampen. In diesem Part, was wir diesmal vorhaben, ist die Drehscheiben anzuschließen, alle Signale anzuschließen, die Schiebebühne anzuschließen, den Kran anzuschließen. Das haben wir vor, das alles zu implementieren in den Computer. Da haben wir beim letzten Mal schon 2 55-Zoll Monitore an der Wand auch angebracht. Die Anlage drüben im Endeffekt, wo Kruschi jetzt gerade drauf schwenkt, bei der ist es eben so, die kommt in den nächsten Schritt. Wir kümmern uns dieses Mal wirklich rein um das hier alles und schauen, ob wir dann vielleicht sogar noch schaffen, drüben anzufangen. Aber wir kümmern uns erstmal um diese ganze Steuerung hier, dass auf der rechten Seite der Anlage hier alles funktioniert. Ja, auch im Computer hinterlegt ist. Das ist immer eine Menge Arbeit, viele, viele Kabel. Momentan liegen nur unter der rechten Seite schon circa 750 Meter Kabel. Ja, und das wird jetzt noch deutlich mehr, weil wie gesagt, alles einzeln angesteuert wird, jede Lampe einzeln angesteuert werden kann, von der Helligkeit her verstellt werden kann. Deswegen auch so viele Schiff-Commander im Endeffekt, weil um dimmen zu können, kann man ja beim Schiff-Commander, muss man ja den schnellen Ausgang nehmen und da kann man nur da sind nur 96 Ausgänge verfügbar denn. Ansonsten auf dem Langsambus sind es ja fast 400. Ja, okay, wir fangen jetzt erstmal an. Und werden erstmal was machen und dann zeigen wir euch später einfach die Ergebnisse. Also bleibt dran. So, meine Lieben, für euch war ein kurzer Schnitt, für uns wir haben ein bisschen Arbeit. So, wir sind hier mit der Seite fast fertig geworden. Ja? Das Einzige, was noch nicht geht, ist die Drehscheibe und die Schiebebühne. Da gibt es noch so ein paar Probleme. Aber ansonsten will ich erstmal zu ein paar Daten kommen, was wir hier im Endeffekt verbaut haben. Dafür habe ich mir einen kleinen Spickzettel gemacht. Ja, kleiner Spickzettel. Also, das ist eine Kombination aus den Lodi-Systemen und der Märklin Central Station 3. Die Märklin Central Station 3 Plus ist es sogar, übernimmt das ganze Fahren. Fürs Schalten haben wir den Schiff-Commander von Lodi und fürs Rückmelden haben wir den S88-Commander. Als Rückmeldesystem im Allgemeinen benutzen wir nicht die 8 GBMs, sondern die RM16 Plus. Davon haben wir hierfür 2 Stück verbaut, weil wir jetzt in der Mitte nicht melden. Da wird alles per Hand gefahren und über Fahrstraßen geregelt in iTrain. Und ansonsten haben wir hier aber 2 Schiff-Commander verbaut. Warum haben wir 2 Schiff-Commander verbaut? Das hat einen ganz einfachen Grund. Jede Lampe, die hier drauf ist, ich gucke kurz nach, es sind auf jeden Fall 96 Lichter, die hier drauf sind, plus auch noch Signale mit Licht, die haben wir alle auf einen schnellen Bus gepackt. Jeder hat einen einzelnen Ausgang gekriegt am SDFL, das ist der Lichtdecoder oder der Schaltdecoder von Lodi. Wenn wir da den schnellen Bus benutzen, können wir nur 96 Artikel anschließen. Weil wir ab da ist dann die Grenze auf dem schnellen Bus, aber wir können eben jede Lampe dimmen. Ja, das ist eben auch wichtig, wollte der Kunde eben auch haben. Ja, insgesamt haben wir tatsächlich
Hier dann noch 39 Signale drauf. Wir haben 35 Weichen, 13 Entkoppler. Die weichen Signale sind an den 4 WDACs angeschlossen. Davon sind, haben wir insgesamt 23 Stück verbaut. Von den FLs von Lodi, diese Schaltdecoder mit den 16 Ausgängen, haben wir 9 verbaut. Hier sind noch 2 Watchdogs drin, die die langsamen Busse überwachen. Die haben auch noch ein extra FL bekommen. Und ansonsten 4 Trafos für die Stromeinspeisung mit jeweils 3,2 Ampere. 2 Booster von Märklin hier für die Stromversorgung. Was haben wir noch Schönes verbaut? 2 RM16, das hatte ich glaube ich schon gesagt. Ja, also doch eine ganze Menge. Hier unter dieser Platte liegen jetzt circa 1,5 Kilometer Kabel. Ja, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Das liegt einfach daran, dass wir hier wirklich jede Lampe einzeln angeschlossen haben. Das möchte ich natürlich auch gerne demonstrieren, ja, wie das aussieht. Dafür macht der Kruschi mal die andere Kamera an. Ja, macht da mal die andere Kamera an. So läuft, wa? Sehr schön bin ich im Bild. Dann machen wir mal das Licht aus. Und dann würde ich sagen, wir, es verbunden ist alles, wir machen erstmal in den Häusern Lichter an. So, sieht man die Häuser schön beleuchtet, ja. Dann würde ich sagen, wir machen mal unsere Halogenspots hier vorne an, die den Kran anleuchten. Dann machen wir mal die Prellböcke an, dort hinten. Dann den Ringlokschuppen. Dann würde ich sagen, machen wir die Signale an. Zack. Und zum guter Letzt, jetzt wird es halt die Laternen. So, das sind, wie gesagt, ich glaube, wir haben fast 200 Ausgänge haben wir hier benutzt, wenn nicht über 200 sogar. Über 200 Ausgänge, die hier benutzt werden. Ja, der Kruschi zeigt einmal die ganzen Geräte, die dort auch so dran sind. Ich mache mal das Licht an, dann sieht man das vielleicht besser. Genau, Kruschi geht einmal mit der Kamera lang. Das ist die eine Armada von Geräten. Dann sitzt hier vorne nochmal eine ordentliche Armada. Genau. Ja, also wie gesagt, hier auch einer der Watchdogs. Na, wichtig, dass wir einfach den langsamen Bus auch ausschalten können. Ja. Kruschi geht, glaube ich, einmal runter. Ich kann mich auch einmal runterlegen. Das ist nicht das Problem. Ich muss mir mal die Jacke richtig zumachen. Ich kann ja mal runtergehen. Ui, hallo. Soll ich mal die Kamera übernehmen? Ich übernehme mal. So. Dann sieht das im Endeffekt von hinten so aus. Da sitzt noch ein FL für einen Watchdog. Dann schwenken wir einmal rum. So sieht es also sozusagen von hinten alles aus. So, bisschen dunkel gerade, kann ich gerade hochdrehen, ja genau. Und hier seht ihr nochmal von unten überall diese Übergabepunkte. Hier diese rausstehenden, das sind alles die Signale, ja. Und ja, wie ihr seht, ist schon voll die Platte. Jetzt muss man aber natürlich auch dazu sagen, dass es wirklich, also mehr geht auch wirklich nicht. Ja, also alles einzeln angeschlossen, alles einzeln ansteuerbar. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Ja, genau. Ja, dann würde ich die Kamera einmal den Kruschi nochmal übergeben. So. Und dann quäle ich mich einmal wieder raus. So. Gekonnt. Ja, ich gut, Tatsache mal hier die Dings für ausschalten. Kruschi kann mal zeigen, das ist hier eben so hinterlegt, dass man auch hier visuell sieht, wenn man das nachher ausschaltet, ja, dass die Lichter auch aus sind. Hier unten sind die beiden Watchdogs auch hinterlegt. Genau. Ja, ansonsten alle Signale auch schon drin. Hier drüben, wie gesagt, ist nachher noch die Anlage, die weitergebaut werden soll und angeschlossen werden soll. Auch mit den Verkabelungsschema. Alles einzeln und ja, genau. Ja, ich glaube, die Kamera kannst du erstmal ausmachen wieder und dann nehme ich die andere wieder.
Jo, so. Ich glaube. Jetzt bist du außer Atem. Ich bin ein bisschen außer Puste, weil ich mich da unten lang gerobbt habe. Jo. Nee, ich glaube, das war es erstmal für den Teil gewesen. Ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn wir da weitermachen bei der anderen Anlage, wenn die Drehscheiben funktionieren. Ja, dauert aber noch ein bisschen. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Teilen tut nicht weh. Abonniert es wie immer kostenlos. Und ich sag bis dahin, ciao, ciao. Ah, der Kruschi auch hier. Ich sag auch ciao. Genau, ciao. Ciao.